Was kann ich in meiner Flusslandschaft beobachten? Wie leben Menschen, Tiere, Pflanzen und Wasser zusammen? Paul, hast du Lust, mit mir unsere Flusslandschaft zu erkunden? Ja, das klingt spannend. Wo gehen wir hin? Welcher Teil des Flusses ist für uns interessant? Sollen wir zu Sil gehen? Dort sind viele menschliche Einflüsse sichtbar. Es gibt eine Autobahn, einen Tunnel, eine große Baustelle, Wohnhäuser und der Fluss ist begradigt. Ja, tolle Idee. Wir müssen viele Dinge mitnehmen. Bleistifte, einen Schreibblock, Buntstifte, Spitzer, Thermosflasche und Snack, Handy, Kamera. Los geht's! Wir sind jetzt Multispezies-Ethnografen und beobachten Tiere, Pflanzen und Menschen und wie sie zusammenleben. Wir werden Feldnotizen mit Zeichnungen, Skizzen, Texten, Fotos und Tonaufnahmen machen. Das Wasser ist ziemlich kalt. Niemand würde hier baden. Schau dir die große Baustelle an. Ich werde ein Foto von der Baustelle machen. Der Fluss ist ganz grau, weil er durch die Baustelle verschmutzt ist. Ich frage mich, was das für die Tiere bedeutet, die im Wasser leben. Und ich würde auch nicht daraus trinken. Aber hier ist das Ufer sandig, ein guter Ort für eine Party. Ich habe einen Grillplatz und Müll gefunden, viele leere Flaschen. Das ist also ein Ort, an dem die Leute gerne miteinander Zeit verbringen. Jetzt müssen wir anfangen, unsere Beobachtungen aufzuschreiben, damit wir uns später an alles erinnern können. Ich mache auch eine Skizze aus der Vogelperspektive, damit ich zeigen kann, wer und was hier zu sehen ist. Auf diese Weise können wir das Muster besser erkennen. Es geht nicht darum, schön zu zeichnen, sondern die Dinge festzuhalten, die wir bei unseren Beobachtungen wichtig finden. Der Autolärm ist hier sehr auffällig. Man hört den Fluss kaum. Ich werde in deiner Skizze Querbalken für alle Lärmquellen einfügen. Je mehr Querbalken, desto lauter der Lärm. Sieh mal, da ist eine Fischtreppe. Kannst du dich erinnern? Die Stadt hat sie gebaut, weil die Böschung so verbaut war. Der Fluss wurde ursprünglich begradigt, um das Viertel vor Überschwemmungen zu schützen. Aber das bedeutete, dass die Fische nicht mehr flussaufwärts schwimmen konnten. So haben viele Fischarten hier ihren Lebensraum verloren. Mit der Fischtreppe sind wieder mehr Fische hierher zurückgekommen. Trotzdem ist die Böschung sehr steil und der Fluss kann nicht frei fließen. Und ich frage mich, wie sich das aufgeschüttete Ufer auf die Tiere auswirkt. Wir haben doch gelernt, dass junge Fische und Larven geschützte Räume in Buchten brauchen. Ich frage mich, was für Fische es hier überhaupt gibt. Lass uns Professor Müller interviewen. Sie ist Ökologin. Hallo, seid ihr oft hier? Ja, wir treffen uns gern hier, weil wir unter uns sein können und machen können, was wir wollen. Was für einen Eindruck macht der Fluss auf dich? Hier im unteren Teil sind die Bäume am Ufer sehr schön, weil sie im Sommer Schatten spenden und die Vögel in den Bäumen zwitschern. Es könnte noch schöner sein, wenn das Ufer nicht so steil und gepflastert wäre. Dann hätten wir mehr Platz zum Chillen. Schau mal, Paul, wie viel wir heute gesammelt und gelernt haben. Wenn wir daraus einen Forschungsbericht schreiben, dann können andere etwas über unsere Flussgemeinschaft lernen. Und ich werde mit den jungen Leuten, die wir getroffen haben, einen Rap-Song über den Fluss schreiben.